Liebe Freunde, lang ist's her, jetzt ist aber wieder Zeit. Eine neue Runde YouTube Talk mit dem angekündigten Thema, schon vor Jahren angekündigt, Pokémon. Und jetzt kommt das Intro. Ja, wir haben wieder viele Einsendungen bekommen rund um das Thema Pokémon. Die werden wir euch natürlich im Laufe der Zeit oder des Videos zeigen. Da ist echt mega viel dabei. Und ich denke mal, Pokémon ist auch so ein Thema, was man ja eigentlich jahrelang diskutieren kann, was man gar nicht in so einem Video eigentlich bekommt, ne? Ja, definitiv, meine Freunde. Das sage ich euch aber. Es war klasse. Also, wann fing das bei dir mit Pokémon an, Nick? Ich war, das weiß ich nicht, 1999, keine Ahnung, man kam das dann raus, RTL 2, damals immer nachmittags. RTL 2, ja. Man kam von der Schule zurück und dann hat man RTL 2 angemacht. Mhm. Und wenn man Glück hatte, lief noch Shin-Chan und danach lief Pokémon. Ja. Und Ash Dragon Ketchum. Ball. Dragon Ball lief auch noch, ja. Ja. Dragon Ball, ganz viele tolle Sendungen, ja, die gibt es ja heute nicht mehr so, ja, im Nachmittagprogramm. Aber Pokémon war natürlich das Highlight und das Gesprächsthema für uns alle. Und die ersten 150 Pokémon, wer hat nicht versucht, sie alle aufzusagen? Definitiv. Und besonders Kindheitsträume haben sich ja besonders dann erfüllt, wie dann die rote und die blaue Edition auf den deutschen Markt kamen. Das sowieso. Das war so das allererste richtige Spiel, was ich so auf dem Game Boy gespielt habe. Vorher dann halt so jetzt wie Jump'n'Run Mario und sowas. Aber dann Pokémon war wieder was ganz anderes so. Das war dann so, du hattest eine richtige Story, du konntest dann so verschiedene Städte erkunden, wie Pokémon fangen, trainieren und das war... Man hatte irgendwie gefühlt das erste Mal eine richtig freie Spielwelt. Ja, genau. Open World. Open World richtig. Auf dem Gameboy. Und diese Open World hat natürlich auch ganz, ganz viele schwierige Entscheidungen irgendwie inbegriffen. Und genau dazu hat uns der Hoodie LP eine Videoansendung geschickt. Yo, liebe Bud-TV-Menschen! Mein Name ist SoliTV und meine Frage an euch zu diesem Thema wäre, was ist eigentlich euer Lieblings-Pokémon? Also bei mir wäre das eindeutig Glumanda, weil kawaii! Danke für eure Antwort, ciao! Ja, welches Pokémon soll man so, mit welchem Pokémon soll man sein Team verstärken? Was war dein Lieblings-Pokémon, Makatze? Ja, ich bin ehrlich, ne? Also die meisten, die feiern ja hart Glumanda. Ich finde, Glumanda ist ein geiles Pokémon, auf jeden Fall. Klar, eins der besten auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, mein Lieblings-Pokémon ist wirklich Mewtwo. Mewtwo? Muss ich sagen. So overpowered, ja. Nein, nicht deswegen. Ich finde den einfach, der sieht, der, er ist halt, ich mag sowieso diese Psycho-Pokémon gerne, also mehr. Ich habe auch immer in meinen Teams früher eigentlich Psycho-Pokémon gehabt. Psycho. So Gengar, Hypno oder Simsala. Apollo, Simsala, Muss, Simsala. Aber Mewtwo, ich weiß nicht, war der auch so... Die stärksten übrigens. Psycho-Pokémon waren, glaube ich, die stärksten. Ja, die haben am meisten, glaube ich, damals auf jeden Fall, die meisten Typen, die es echt gehabt. Das war echt extrem. Und ich weiß nicht, Mewtwo genmanipuliert und dieses Design, wie der aussieht und ich finde den geil. Der sieht halt so sehr gefährlich aus, ist sehr stark und... Der hat schon ein geiles Design gehabt. Mein Lieblings-Pokémon war, ein Moment... Oh. Jetzt wird hier der... Aha, was hast du denn da? Hey, hallo. Jetzt geht der Grill, wenn ihr das Kreuzchen jetzt seht, der junge Mann packt da drauf. War? Shiggy natürlich. Oh. Feuerwehr-Shiggy. Kennst du die Feuerwehr-Shiggy? Ja. Also der hat immer Sonnenbrille. Der hat immer seine Sonnenbrille aufgenommen mit seiner Shiggy. Also ich habe immer Shiggy genommen. Ja. Also immer war cool, wie Sasam war irgendwie so ein bisschen so raus, aber den hat man auch mal gespielt. Aber also, Shiggy war einfach das geilste Pokémon. Ich weiß noch, damals hatte ich den in meiner blauen Edition das erste Mal genommen. Stimmt, du hattest die blaue, ich habe die rote Edition. Ja, genau. Wir sind Brüder, ne? Und dann hat man. Und kein Scheiß, ich habe den, ich fand Shiggy war so der geilste auch in der Sendung. Ich habe den nie entwickeln lassen. Ich habe immer BBB gedrückt und habe ich den Level, bis Level 100 so gehalten. Und das war der stärkste Shiggy der Welt, ich sag's dir. Und es war ohne Sonderbonbon hochtrainiert. Das war unglaublich stark. Du hast drauf bestanden, ne? Ja, natürlich. Ja, du hast so eine spezielle Vorlieben. Also ich muss sagen, mein Lieblings-Pokémon, erstmal nicht, was mein Lieblings-Pokémon ist, aber ich muss zugeben, ich habe Bisasam am Anfang genommen. Okay. Ja. Das war die taktisch klügste Entscheidung für die ersten Orte. Das stimmt. Stein, also Shiggy aber auch. Okay, gut, Shiggy war bei Misty dann halt so ein kleines Problem. Aber da hattest du Glumanda dann schon... Glumanda war noch beschissener. Glumanda ist schwer. Aber ich finde, die Glumanda am Anfang genommen haben, das sind die wahren Trainer, weil die haben sich halt... Die haben sich durchgekämpft halt, ne? So, okay, Glumanda.
Ja, gegen Roko und Misty. Sind nicht die hellsten auf der Welt, aber... Und man muss ja sagen, die Endentwicklung, ne? Klar, Turok hatte Panzerfäuste im Turok hatte ja diese Panzerfäuste im Schild. Das sah unglaublich geil. Aber so vom Design war Glurak so die geilste Endentwicklung. Ja, weil er halt ein Drache ist, ne? Ja. Ich meine, er ist ein Drache, also hallo. Ja, und dieser Flora sah jetzt scheiße aus, kann man nicht anders sagen. Ja, warte, aber jetzt können wir das mal klären. Mein Lieblings-Pokémon meinst du? Nee, ich meine jetzt... Stimmt, du hast ja auch noch nicht gesagt, welches. Simsala, ich mach's ganz kurz. Ich fand's cool. Ich fand Simsala richtig nice. Ja, der, ja. Das war halt immer nur doof. Als Kind war so klöffel. Hat nicht funktioniert. Das war halt immer doof, dass du halt tauschen musstest, um Simsala zu erhalten. Mhm. Ne? Das war natürlich, da hast du erstmal geguckt, so. Aber die Grundschulklasse war doch voll mit Leuten, die alle Pokémon gespielt haben. Boah. Hast du dir nicht getraut, wenn du einmal tauscht hast, den Spiel immer zurückgekommen? Ja, da war ja noch die Sticker, die Pokémon-Karten. Oh mein Gott. Pokémon-Karten, ey. Krass, da hat uns der Mammut-LP auch noch ein Video geschickt. Ja, erzählt auch mal was von früher hier, ne? Der Gronkh meinst du? Ja, was? Mammut-LP. Viel Spaß. Jesus? Was? Ja, die guten alten Pokémon. Das waren noch Zeiten. Damals angefangen mit der roten Edition auf den richtigen alten, uralten Gameboy damals noch. Da kennt keiner mehr, ne? Schwarz-Weiß-Bildschirm und so ein Klotz. Aber wirklich so ein Klotz, ne? Und auf dann Pokémon gespielt. Das war damals so, jeder musste es haben, jeder musste sie alle haben. Dann war es auf dem Schulhof damals noch so, du hast sie getauscht mit so einem Gameboy-Link-Kabel-Gedöns und es war eine schöne Zeit und ich bin gespannt, wohin Pokémon noch irgendwann mal gehen wird. Ob ich dann noch einen der neuen Teile irgendwann mal zocken werde, ich habe keine Ahnung. Aber mal gucken, ne? Ich schließe das auf gar keinen Fall aus. Der Mammut-MP hat aber recht, man erinnert sich echt gerne an diese Zeit zurück, weil es war ein Phänomen. Pokémon ist und war ein Phänomen für unsere Generation. Das war in der Grundschule und alle haben darüber geredet und ich wusste nicht so genau, worum es geht. Und dann irgendwann habe ich halt in dem Kiosk so eine Zeitung wie von der Mickey Maus gesehen, aber halt über Pokémon, ne? Und so kam das dann habe ich mir die geholt. Und dann lief das auch im Fernsehen, aber das habe ich natürlich dann auch erst durch Freunde erfahren. Also dann habe ich das im Fernsehen gesehen und danach war vorbei, war ich angefixt. Ne? Dann war Pokémon meine Welt. Wie eine schlechte Droge, wie eine gute Droge. Gute Droge. Entschuldigung. Ne? Gute Droge. Ja, Pokémon, wie gesagt, für mich war es ein Phänomen und meiner Meinung nach auch, glaube ich, so, wenn ich eine Serie bestimmen müsste, die mich am meisten in meiner Jugend geprägt hat, Pokémon. Wäre Pokémon. Und Dragon Ball. Und Dragon Ball. Dazu, Dragon Ball. Ja, Dragon Ball kommt echt knapp dahinter, aber Pokémon ist, glaube ich, also bei uns das weil Dragon Ball war geil, hat man Dragon Ball Z voll gerne im Fernsehen geguckt. Aber das drumherum, man hatte Pokémon-Karten, man hatte diese Gameboy-Spiele, man hatte auch für die N64 Pokémon Stadium, Pokémon Snap. Super Smash Bros, Pikachu und Pummelow. So, genau. Also das Package war halt für uns hier war viel größer von Pokémon. So deswegen muss ich sagen, da hat Nintendo dieses Merchandise drum auch sehr, sehr intelligent gemacht. Oh, ich hatte sogar den Nintendo 64 Pikachu Edition und ich könnte mir... Nein, wirklich. Ne? Und ich habe die damals an meinen Cousin gegeben und der hat die verkauft und dafür könnte ich mich eigentlich heute umbringen, ja. Lieber also, Cousin, komm mal Katze, wenn du das siehst, renn. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja. 1100 Abonnenten werden dich jagen und werden dich finden. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, so wie kannst du das tun? Die können ja schreiben unter Hashtag Makatze ist dumm. Warum tust du das? Hashtag Makatze ist dumm. Warum machst du das? Dieser Tisch, ne? Wir müssen sagen, wir haben hier eine kleine Challenge eingebaut. Der Tisch ist nicht festgeschraubt, deswegen ist das... YOLO, weil... ein bisschen... Professionalität ohne Ende. Ja, gut. Ja, aber in Pokémon konnte man ja nicht nur normal spielen und sowas, man wollte ja immer der Beste sein und da gab es ja auch einige, ich nenne es mal, zwielichte Wege. Ja. Die Daniel-LP, die hat uns dazu eine nette Videoansendung geschickt. Viel Spaß. Scheiße, schon wieder tot. Vielleicht sollte ich einfach mal duschen. Nee, geht noch. Aber wie kriege ich das hin, dass ich endlich mal gewinne? Vielleicht sollte ich einfach... Ja, schon gleich viel besser. Und jetzt meine Frage an euch Jungs. Was haltet ihr von Cheaten im Pokémon? Ja, meine lieben Freunde. Hand aufs Herz. Wer hat denn gecheatet und wer kennt das beste Cheat-Pokémon der Welt? Missing No. Wer kann sich daran noch erinnern?
Das war nämlich, wo war das? Edition. Genau, Zinnoberinsel. Du musstest neben der Arena an der Zinnoberinsel, genau, ich glaube, dreimal hoch und dreimal runter. Nee, ich und dann. Ich glaube, immer hoch und runter, egal. Ich weiß es egal nicht. Wie oft. Ich meine, egal wie oft. Du musstest auf jeden Fall immer hoch und runter und auf einmal kam dieses verpixelte Ding. Wesen aus Rechtecken. Und ja, wo genau. Du gedacht hast, der Gameboy geht jetzt schrott. Genau. Ja. Und du durftest das wohl irgendwie nie fangen oder so, weil das wirklich so ein. Der Spielstand wäre sonst im Arsch gewesen. Aber dadurch konntest du Gegenstände beliebig oft. Du, die musstest du aber auch noch zusätzlich auf irgendeine also bestimmte Bank, Stelle setzen. Box 3. Genau. Also wenn, Box 3. Nee, warte, da hast du dich drauf gebracht. Aber du musstest in deinem Inventar, musstest du das, was du verdoppeln willst, auf eine bestimmte Stelle, auf die siebte Stelle oder sowas stellen. Und dann war es auf einmal, bam, war es da. 99 oder sowas. Und dann hast du auf einmal 99 Meisterbälle. Ja, und durch Klonen dann noch per rausgezogenen Hyperlink-Kabel hatte dann mal gerade auf einmal 6 Mewtwo's und die Top 4 überrannt. Nee, das war bei mir. Ich habe das erst herausgefunden, als ich da tatsächlich an der Zinnoberinsel war. Aber auch keiner hat es mir gesagt. Ne? Ich bin da echt durch Zufall dran gekommen und hab mich gefragt. Nein, pass auf. Ich bin wirklich daher geschwommen und auf einmal ist das passiert und ich habe direkt den Gameboy ausgemacht. Weil ich wusste, ich dachte, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich ihn wieder angemacht. Habe ich ihn angemacht und dann waren meine Sachen verdoppelt. Ja, aber das waren keine Sonderbonbons und Meisterbälle, irgendwas anderes war das, irgendwie so Tränke oder sowas. Ja, irgendwie sowas war das. Und dann hat sich das so schnell rumgesprochen, wie ein Lauffeuer, zack, 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 dass da... Das war aber so ein moderner Mythos auch, ne? Was heißt Mythos, das war ja bewiesen, aber irgendwann, es wusste jeder, keiner hat es natürlich gemacht, alle haben persönlich... Nö, heutzutage geht das natürlich, dann ziehst du dir für die Leute, die das vielleicht auch im Handy spielen oder so, oder auch, die ziehen sich dann da halt Mods rein und ich meine... dann macht es keinen Spaß mehr. Das ist genauso wie jetzt, ich sag jetzt mal Beispiel, GTA, Money Glitch. Du zockst GTA und auf einmal hast du da 800 Milliarden auf deinem Konto. Mhm. Wo ist dann der Spaß, wenn du alles gekauft hast und das selber nicht mehr so erwirtschaften kannst, sag ich mal. Dann macht das auch keinen Spaß mehr. Jetzt haben wir ja über das grandiose Gameboy-Spiel gesprochen. Ja. Ja. Jetzt haben wir Pokémon-Karten angerissen, die man immer so schön... Das war schön, ja, das haben wir immer gemacht. Auf dem Schulhof oder so. Also immer dieser Tisch, das ist... Also ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel hat wirklich das Spiel mit den Pokémon-Karten gespielt und wer hat die einfach nur getauscht oder immer so komisch geworfen? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, Mann, das wäre auf jeden Fall... Also ich habe die eigentlich nur gesammelt. Und ich hatte wirklich echt viele, ne? Also das war echt hardcore. Also ich habe mein ganzes Taschengeld immer nur dafür ausgegeben. Und der erste Kinofilm irgendwann, Da gab's ja noch einen Kinofilm. Junge mit Mewtwo und Mew, der erste, der wirklich im Kino war. Der war richtig geil und dann gab's ja noch diese spezielle Karte. Mew, ich weiß noch, die goldene Mew-Karte. Die aussah wie eine Fälschung, aber doch echt war. Mhm. Und Hammer, ey. Aber ich hatte die schon vorher, weil meine Mutter mir die nämlich von dieser, wie heißt das hier, Ü-Eier-Messe, Kartenspielmesse und sowas mitgebracht hat, diese Karte. Ja. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, die sieht so komisch aus, die... Kann ich nicht zeigen. So, ich habe die dann behalten und dann habe ich gesehen, dass alle, die ins Kino gegangen sind, auch diese Karte hatten. Auf einmal. Scheiße, warum habe ich sie nicht vorher irgendwie vertauscht oder sowas? Ja, und dann habe ich sie einfach mal behalten. Ne, aber da siehst du mal, wie heftig diese Entwicklung von Pokémon ging. Und das war ja nur der Anfang. Ja. Wenn man das heute ansieht, es gibt ja Milliarden von Pokémon. Und dazu hat Mammut LP ja noch so einen kleinen Beitrag geleistet in Form von einem Video. Viel Spaß. Dann kann man noch 300.000 andere Editionen, es kam dann irgendwann die gelbe Edition, wo die scheiß Pikachu hinter ihm herlief, weißt du, und ich hab Pikachu immer, nein, nicht gehasst, ne? Aber es war Pikachu. Es war so Mainstream, weißt du, das wollte jeder haben, das musste nicht sein. Und dann kam dann irgendwann die zweite Generation und dann bin ich da irgendwann ausgestiegen. Ich weiß gar nicht genau wieso, weshalb, warum, wahrscheinlich weil mir dann der Game Boy Advance gefehlt hat, ne, und aufgrund der Hardware, die mir gefehlt hat, habe ich dann die Pokémon-Karriere irgendwann enden lassen. Und es ist gleichzeitig auch so faszinierend, bis wohin das heutzutage alles gegangen ist. Ne? Nicht nur die 300.000 Millionen neuen Pokémon, die es allgemein so in das Spiel mit reingeschafft haben, sondern auch diverse Techniken, die in das Spiel involviert wurden, dass jedes Pokémon seine eigenen Fähigkeiten, also halt jetzt passive Fähigkeiten noch dazu hat. Pokémon hat sich über die letzten gefühlten anderthalb Jahrzehnte hinweg zu einem großartigen runden Strategiespiel entwickelt. Ja doch, Strategiespiel. Ja doch, kommt hin. Und im Endeffekt hat der Mammut LP da ja irgendwie auch recht. Ja. Was heute so da... Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich finde es schlecht. Ich finde ganz schlecht. Also für mich... Statement. Für mich war das nach den 100... spätestens nach Silber und Gold, also nach den 250 Pokémon, ging es ja einfach so bergab. Also für die Generation, die damit aufgewachsen ist, glaube ich, keiner fand das irgendwie wirklich richtig geil.
Und auch die Pokémon-Filme, jetzt haben wir den ersten angesprochen, ich glaube, auf den zweiten und dritten kamen halt die anderen dazu. Ich habe auch geguckt, muss ich sagen, aber ich fand ich die lange nicht so gut. Der zweite, der war mit Entei und so eine Scheiße. Oder Lavados und nee, ich glaube, der zweite war mit Lugia und Ho-Oh. Mit diesen drei Inseln, glaube ich. Und der dritte war mit den Inkognitus und Entei. Ja. Die waren okay, die waren cool. Aber ich muss auch sagen, also nach Gold und Silber und Kristall gab es ja auch noch, wo ich sagen muss, Kristall war sehr geil, weil da das erste Mal die Pokémon animiert waren, wenn die aufgetaucht sind. Ja. Also in Gold und Silber war zwar schon geil wegen den Farben und so, das war schon echt cool gemacht. Da hast du, und dann in Kristall konntest du dann auch eine weibliche Du konntest Spielerin züchten und sowas auch dann später, genau, ne? Genau, ja, züchten gar nicht mehr gespielt. So es gab ja noch Smaragd. Nicht? Es gibt ja wohl noch Smaragd und Rubin. Schwarz, ja, Saphir, Blau. X, doch, y, ich muss sagen, und auch vorne und hinten und Uwe Boll Edition. Alles! Das Uwe Boll Edition kann man nur nicht empfehlen. Ist natürlich Uwe Boll Qualität. Also die letzte Version, die ich gespielt habe, war Smaragd und fand ich nicht schlecht. Feuerrot und Feuerrot, das sind ja nur Remakes. Ja, die fand ich cool. Ja, die sind cool gemacht. Legal. Aber bei Smaragd, da ist auch dann so, da sieht man halt, da sind viele Sachen einfach nur recycelt. So. Wenn man jetzt zum Beispiel Pokémon anguckt, jetzt in den neuen Versionen haben wir so ein kleines Mäuse-Pokémon, die Denne, kennt ihr das? Nee, kenn ich nicht. Das ist so ein kleines Mäuse-Pokémon, das sieht einfach nur aus wie eine... Dann ist doch hier das einzigste Mäuse-Pokémon. Ja, eben, das sieht halt einfach aus wie eine recycelte Lili-Butana-Pikachu-Maus mit einem Schwanz wie Raichu und... Ne? Ja, ich weiß nicht, oder ein Schlüsselbund als Pokémon, ich meine, hallo, Leute. Kann man auf jeden hallo, Fall mit ganz, ganz, ihr seht, das Thema ist absolut kontrovers und da könnte man auch noch eine Milliarde Jahre, glaube ich, drüber diskutieren und im Endeffekt würde man zu keinem klaren Statement kommen. Aber jetzt ist, denke ich mal, unsere Frage an euch, wie steht ihr zum Thema Pokémon? Spielt ihr das noch oder seid ihr da schon völlig rausgewachsen? Habt ihr das als Kinder geliebt oder wart ihr immer so, das ist eher was für die anderen? Beyblade und das andere ist besser. Genau. Schreibt uns die Sachen mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt oder wir sind gespannt über die Diskussion, die da mal entstehen. Jungs, toller Poketalk. Auf jeden Fall. Makatze, sag uns doch mal, was ist denn nächstes Thema? Ja. Nächstes Thema ist Ego-Shooter. Eure Video. Ein, ja, Sendungen bitte selbstverständlich an uns gerne per Fax zu schicken oder ein Telegramm. Schreibt uns hier einen Kommentar oder eine Nachricht. Oder mal einen schönen Leserbrief. Setzen uns mit euch in Verbindung und das könnt ihr dann hochladen, ob es dann per Mail ist oder nicht. Kriegt ihr dann alles gesagt. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall sendet uns die Videos. Wir haben auf jeden Fall Bock auf das Thema Ego-Shooter. Wir werden über alles reden, was ballert, explodiert und meuchelt und das wird sehr nett, denke ich. Cool Geister Look at Explosions. Wenn euch das Video gefallen hat, was kann man dann machen, Nick? Penis nach oben. Penis nach oben oder uns abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, euer Buddy, euer... Ich. Ich. Und der. Der. Tschüss.